während das Abschalten der Energie und das Verteuern des Konsums, da war schon politischer Wille dahinter. Und das haben wir auch die letzten Jahre von den Grünen so beigebracht bekommen. Also das war ja auch nicht schlecht teilweise. Energiesparen ist ja gut. Und auch Essen nicht wegwerfen und solche Sachen sind ja alles sinnvoll und richtig. Aber dass das so massiv gegen die Interessen des produzierenden Deutschland, weil wir sind ja Exportland, also dass uns jetzt so der Gar ausgemacht wird, damit konnten wir nicht rechnen. Und wir konnten auch niemals vermuten, dass so massiv in die deutsche Wirtschaft eingegriffen wird. Schauen Sie, die Banken sind am Ende, die Autoindustrie ist am Ende, jetzt vielleicht die Chemie. Dann kommen wir zurück und werden zum Agrarstaat. Ja, dann können wir zumachen. Mhm. Die Grünen haben ja damals schon von 5 Mark für den Liter Benzin geträumt. Da hat man noch drüber gelacht. Jetzt ist es quasi Realität geworden. Aber die Energiewende ist natürlich auch auf eine CDU-Politikerin, nämlich Frau Merkel, zurückzuführen. Also das ist ja schon eigentlich eine erstaunliche Entwicklung, finden Sie nicht? Deswegen kommt es mir so vor, deswegen war meine Idee immer, nachdem ich diese Entwicklung beobachtet habe, dass ich mir gesagt habe, meine Theorie, im Grunde genommen muss ein Plan dahinter stehen, weil Doofheit kann es nicht sein. Mhm. Diese Leute sind nicht doof, sondern also es gibt nur 2 Möglichkeiten, entweder doof oder eine politische Agenda. Mhm. Und wenn die politische Agenda könnte natürlich bedeuten, und wie gesagt, der Morgentauplan war ja schon da, dass Deutschland wieder zurück ein Agrarstaat werden soll. Und man nimmt eben in Kauf, das war immer so bei den großen Utopien, dass man in Kauf genommen hat, dass Menschen sterben, dass Menschen unglücklich werden. Meist, der Mensch wächst ja nach, ist ja nicht so schlimm. Das ist der Unterschied zu uns Konservativen. Die Konservativen wollen immer nur eine Entscheidung treffen, wenn sie sicher sind, dass die danach besser wird. Mhm. Wenn man sich fast zu 90% sicher sein kann, diese Veränderung führt zum Wohlstand der Gesellschaft und verbessert. Bei den linken Utopisten war es immer so, wir probieren das mal aus. Das hat man gesehen bei den kommunistischen Regimes, bei Mao Zedong oder wo war das, in Russland oder auch in Kambodscha. Also die probieren einfach aus. Und wenn 100.000 Menschen sterben oder auch bei den Nazis, dann sterben sie eben. Mhm. Der Mensch ist ja ein nachwachsender Rohstoff, das spielt ja keine Rolle. Mhm. Und ich habe einfach das Gefühl, dass wir hier einem großen Experiment aufsitzen. Und wir sehen eben jetzt, wir werden zum Abgrund geführt und jetzt sehen wir schon, dass wir zum Abgrund, ich weiß gar nicht, ob es nicht schon zu spät ist, ehrlich gestanden, weil wir haben ja praktisch unsere eigenen Leute sind gegen uns. Wir haben ja überhaupt gar in der politischen Klasse fast niemanden mehr, der auf unserer Seite ist.